Wie kann man männlicher werden? Wie kann man nicht verweichlichen? Erster Punkt. Die Männer früher, die waren im Krieg, die hatten echte Probleme. Wenn jemand sie gehatet hat, dann hat er sie mit Kugeln abgeschossen. Heutzutage Kritik, Hater, Neider, auch mal pleite gehen. Leute, das sind keine echten Probleme, okay? Das sind keine echten Probleme. Wir haben heutzutage so gut wie keine echten Probleme und so gut wie keine Risiken. Deswegen können wir Vollgas geben. Punkt Nummer zwei. Wenn das eine Volk früher ein anderes Volk erobert hat, wie die Römer, das sind jetzt echte Fakten. Dann haben sie die Männer weiblich angezogen, sie haben denen lange Haare wachsen lassen, sie haben sie verweichlichen lassen, sie haben sie keinen Sport machen lassen und sie haben sie von den Müttern primär erziehen lassen. Okay? Weil wenn nämlich der Mann schwach wird, wenn die Männer schwach werden, wird das ganze Volk schwach. Das heißt, Männer müssen stark sein, Männer müssen trainieren, Männer müssen Geld verdienen, Männer müssen ihre Meinung haben und vertreten, Männer müssen zusammenarbeiten. Okay, das ist ganz wichtig. Wenn jetzt unter den Zuschauern jemand dabei ist, der sich von uns beraten lassen möchte im Bereich Mitarbeitergewinnung, allgemein im Bereich, wie kann mein Unternehmen mehr Gewinn erwirtschaften? Wie kann mein Unternehmen systematischer arbeiten? Und wie kann ich mich auch nach und nach mehr aus dem Unternehmen rausziehen? Dann wende dich einfach bitte an diese Telefonnummer hier mit dem Betreff Beratungsgespräch. Also schreib an diese Telefonnummer per WhatsApp Beratungsgespräch und erwähne auch ganz kurz im Text, welches Video du gesehen hast, dann können wir das direkt zuordnen und dann werden wir ein Beratungsgespräch machen, wo wir eine Potenzialanalyse machen. Denn wir machen Folgendes, wir haben eine KMU-Formel und wir schauen uns da folgende Hebel an. Wir schauen uns da an Marketing, Vertrieb, Angebotsstruktur, also Produkt, Angebot, Preise, Positionierung und dann interne Prozesse, also interne Prozessdigitalisierung wie Buchhaltung, Datenverarbeitung, wie Projektmanagement, Software, also diesen ganzen Bereich. Und der letzte Punkt, den wir uns anschauen, ist das Thema Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterausbildung, Mitarbeiterhalten. Und dann schauen wir uns ganz genau an, wo gibt es bei dir im Unternehmen Probleme, wo gibt es Potenziale. Und unser Ziel ist es immer, innerhalb von einem Jahr 60% mehr Gewinn zu erzielen bei weniger Arbeitszeit, und einen Plan, wie man sich nach und nach aus dem Unternehmen rausziehen kann und potenziell mal das Unternehmen später übergeben kann, verkaufen kann, franchisen kann oder automatisieren kann, dass man sich selber nach und nach aus dem Geschäft rauszieht. Und unser optimaler Zielkunde, du kannst auch gerne anrufen, beziehungsweise du kannst dich auch gerne melden, wenn du nicht unser optimaler Zielkunde bist, aber unser optimaler Zielkunde hat ca. 10 bis 100 Mitarbeiter, hat ca. 1 bis 10 Millionen Euro Jahresumsatz, und hat eher das Problem, dass er sogar Aufträge ablehnen muss, 6 bis 24 Monate ausgebucht ist, aber er einfach der Arbeit aufgrund von Mitarbeiter- und Systemstrukturen nicht nachkommt. Unsere Webseite ist auch unten verlinkt, unsere Unternehmensberatung mit weiteren Informationen. Ich hoffe, das Video war sehr informativ. Gerne den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Clip.